Hey, die OP ist durch. Wie? Hoffe, dir geht's gut nach Faridas Prozedur. Wir müssen jetzt die Netrunner abfangen und ersetzen. Gibt nur ein Problem. Unser Zugang zu Charon Exotics wurde gekappt. Die haben uns wohl entdeckt. Was? Echt? Also haben wir sie verloren? Nicht ganz. Sie waren zuletzt im Stadtzentrum und fahren jetzt hierher. Such dir einen Aussichtspunkt beim Eingang nach Dogtown. Dann kannst du die Runner tracken, wenn sie zum Treffen fahren. Von Dogtown? Such dir einen guten Aussichtspunkt und gib uns Bescheid, wenn sie reinfahren. Okay, melde dich bei mir, sobald du Sichtkontakt hast. Scanne die Fahrzeuge in der Nähe. Eins davon muss es sein. Nichts bisher. Da ist ein Konvoi. Hansons Leute. Aber ich bezweifle, dass die Runner eine Eskorte bekommen. Ich halte weiter Ausschau. Wahrscheinlich extra Unterstützung fürs Stadion. Ziele noch nicht gesichtet. Ziele noch nicht gesichtet. Hier blockiert ein verschrotteter Cortes die Straße. Gibt einen Stau. Stinknormales Auto. Das sind sie garantiert nicht. Dann warten wir weiter. Zwei Motorradfahrer. Wir werden nicht spontan von vier auf zwei Räder umgestiegen sein. Das ist nicht ihr Stil. Such weiter. Da sind sie. Keine Frage. Ich kann beide Runner sehen. Hast du das Signal? Wir werden uns nicht mehr entkommen. Gute Arbeit. Ist noch zu früh für das Treffen. Wir halten irgendwo an, um Zeit totzuschlagen. Okay. Sie stehen. Und sind aus dem Auto raus. Sie gehen zu einem Club. Wie? Du kannst jetzt zum Auto. Die Luft ist rein. Fahren oder bist du nur dämlich? Nee, mir nicht.
Bist du in Position? Da wären wir. Scheiße. Geiler Wagen. Nicht gaffen, sondern handeln. Läuft wie geschmiert. Hab die Kontrolle über die Autokameras. Gut, letzte Chance. Guck nach, ob alles vorbereitet ist. Sollte passen, aber warte kurz. Warum? Was machst du? Das Eis ist echt mittelprächtig. Ich motze es kurz auf. Okay, aber keine unnötigen Risiken. Und fertig. Nicht schlecht. Jetzt warten wir. Unsere VIPs sind wieder da. Steigen gleich ein. Mach dich bereit. Gut, Hansen, tu l'as vu, non? Il était grave en train de me reloquer au Saphir. Cette putain de gueule de bois, ça tourne de partout, dans tout le sens. Toi, penses quoi? De Hansen, je veux dire. Oui, übernimm die Kontrolle. Et jetzt das Auto. La voiture, quelqu'un en a pris le contrôle. Emmerich, sonne l'alarme, on a besoin d'aide. Je vais localiser le vecteur. Ok, une seconde. C'est fait. Putain, allez! J'essaie de reprendre le contrôle! On est coupé. Yes. Et merde! Quoi? Putain, qu'est-ce qui se passe? Was zum Fick? Scheiße, ihr habt sie erledigt. Was hast du denn erwartet? Dass wir sie fesseln? Ihnen Socken in den Mund stecken? Und warten, bis sie sich befreien und um Hilfe rufen? Das ist kein Spiel wie. Es ist ganz einfach. Die oder wir. Ich bin für ein Wir. Natürlich ist es ein Spiel. Euer verficktes Spionagespiel. Die waren unschuldig. So würde ich zwei Berufskriminelle nicht beschreiben. Diese Unschuldigen, wie du sie nennst, hätten dir alles abgenommen, ohne zu zögern, oder dich gleich erschossen. Unsere Verkleidungen sind einsatzbereit, aber wir brauchen noch die Zugangscodes von den beiden. Aurore sollte sie haben.
Tust du gerade echt so, als hättest du noch nie eine Leiche ausgeraubt? Bist du sicher, dass sie die Codes hat? Ja, ihr Bruder hebt seine Erinnerungen auf externen Datenbanken auf. Und da wurden ihm schon mal welche gestohlen. Das wäre zu unsicher für die Codes. Alex, wusstest du davon? Von dieser Hinrichtung? Na sicher, ganz nach Handbuch. Ist nicht meine erste Mission, wie. Solche Entscheidungen gehören zum Job. Okay, Codes übertragen. Ich fahre. Wie? Verhaltensmodell, jetzt! Das an? Scheiße, meine Stimme. Geil. Moment, bin ich das? Was zum Teufel? Nova, oder? Probier's mal aus. Stell dich vor. Mich vorstellen? Sieh uns doch an. Die wissen, wer wir sind. Ja, aber du musst üben. Ist nicht leicht, wer anders zu sein. Erst gehen, dann rennen. Ein Klischee, ich weiß, aber komm schon. Wer bist du? Okay, los geht's. Emmerich Cassel. Das war's? Das war's. Klang zumindest wie er. Das kann sich anfangs etwas verstörend anfühlen. Aber man gewöhnt sich dran. Nimm dir einen Moment Zeit, dann fahren wir los. Hansen wartet. Alex, mir wird was klar. Das ist unsere letzte Mission zusammen. Ich habe unsere Abmachung nicht vergessen. Myers hat zugestimmt. Eine diplomatische Mission. Unbefristet. Danke dir, Reed. Bereit, Aurore? Aber sowas von. Diese Tech passt super zu dir. Du klingst genau wie er. Etwa nervös vor der Mission? Ein bisschen. Aber? Ich höre da ein Aber. Es ist nur, ich habe das alles sehr vermisst. Okay, dann mal los. Zum Stadion. Wir sehen uns dort. Produkt, sonst nichts. Eine Kriegsmaschine aus 1000 Schlachten. Oh, immer so philosophisch. Doch ein Mann wie Ansen würde keine Millionen verdienen, wenn er leicht zu durchschauen wäre. Zahlreiche Ebenen verschmelzen in seinen Ich.
Nova, das war echt gut. Wir sind da, die Wolfshöhle. Position. Bereit für die nächste Phase. Bis bald. Wagen. Bevor wir reingehen, denk dran. Er will etwas von uns, nicht andersrum. Wir wollen ihm die Zugangscodes vom Sinnoh Mainframe verkaufen. Bleib bei den Fakten, wer du bist und wer nicht. Hansen wartet auf uns. Viel Glück, Alex. Wer war nochmal Alex? Aber ja, wir auch. Scheiße, alle Posten werden verdoppelt. Ist das zu glauben? Irgendwas macht Orson echt wuschig. Ja, Hansen. Gesicherter Bereich, Leute. Magnifique, wir haben nämlich ein Treffen mit Colonel Hansen. Jetzt. Einen Moment, bitte. Gut, ihr seid da. Wir kennen uns noch nicht. Ich bin Murphy. Also, das ist das berühmte Stadion. Richtig. Einst eine IBM Petrochem Arena für blutige Unterhaltung. Heute ein globales Handelszentrum. Sehr amerikanisch. Ist der Colonel schon hier? Ist er. Wartet auf euch. Fantastisch. Hier rein. Murphy, du kommst mir bekannt vor. Wir kennen uns doch, hm? Nein, ganz sicher nicht. Oui, oui, du bist doch Stammgast in den Bordellen von Paris. Ich? Was? Ich mach nur Scherze, Murphy. Freut mich sehr. So, da wären wir. Ihr werdet heute zu keinem Zeitpunkt allein sein. Kurt hat einen Tipp bekommen. Die FIA will irgendein Ding durchziehen. Ah, ist das so? Aber die Situation ist unter Kontrolle. Er will, dass alle durchsucht werden. Ausnahmslos. Unsere Soldaten kontrollieren das gesamte Stadion. Drohnengestützte Scans unterstützen die Überwachung zusätzlich. Ihr müsst eure Waffen hier lassen. Jetzt brauchen wir noch ID-Scans. So sehr wir auch scherzen, so gut wir uns auch verstehen. Ihr wisst schon. Letzten Endes geht es hier um ernsthafte Geschäfte, nicht wahr? Das ist das Herz unseres kleinen Imperiums.
Eine Frage. Welche Art von Geschäften betreibt ihr ihr genau? Größtenteils Waffenhandel. Du willst einen Krieg anfangen oder beenden? Du planst einen Staatsstreich? Wir stellen keine Fragen. Und das alles stammt aus Night City? Manches. Aber wir haben Kontakte auf der ganzen Welt. Japan, Australien, der Balkan, Lagos, überall. Das hier sollte euer Interesse wecken. Ich bin in Position. Bereite unseren Fluchtweg vor. Lasst euch Zeit. Ich brauche noch mindestens 10 Minuten. Ist nicht mehr weit. Ich konnte nicht früher anfangen, ohne Gefahr zu laufen, entdeckt zu werden. Und Emmerich, ich weiß, dass ich das nicht wiederholen muss, aber bleib in der Rolle. Viel Glück. Ach, weiter geht's. Mein Bruder redet nicht viel. Hab ich bemerkt. Manchmal finde ich das unheimlich. Du aber nicht, oder? Kenn den Typen kaum. Oh, wie diplomatisch. Schön, euch beide zu sehen. Songbird muss noch kurz das Gerät entschärfen. Also können wir uns unterhalten. Wir haben es nicht eilig. Sicher? Hab gehört, du hast es nie eilig. Machst nichts überstürzt. Typisch Emmerich. Er schweigt gerne. Ich vergeude meine Zeit und Energie nicht mit Kleinigkeiten. Hab ich gehört? Entfernst du deshalb deine Erinnerungen und speicherst sie in Datenbanken? In meinem Streben nach mentaler Sauberkeit, spiritueller Ordnung, ja. Glaubst du an Gott, Colonel? Welchen? Den Euro-Dollar? Die geopolitischen Weltmächte? Den der Christen? Nein. Alles reine Zeitverschwendung. Interessant. Dann frage ich mich, wie es dir nach diesem Leben ergehen wird. Anderes Thema. Hattet ihr beide im Black Sapphire euren Spaß? Ich habe gehört, die Einsätze waren hoch. Ihr wart danach reicher und glücklicher, hoffe ich. Die Nacht ist etwas unglücklich geendet. Es war unglücklich, dass ihr euer Geld verdoppelt habt? Interessante Sichtweise. Entschuldige, ich war abgelenkt. Passiert uns allen. Das Black Sapphire ist mein ganzer Stolz. Ich habe es mit viel Mühe zum Lieblingsort von Night City's High Society gemacht. So wie in Night City waren die Lügen, die Verlogenheit und die Korruption erdrückend. Es war traumhaft. Das ist eine perfekte Beschreibung der Stadt. Sagt mal, ihr wart schon ziemlich lange nicht mehr in Night City, oder? Seit, Cineshore. Stimmt, aber wir wären vor einer Weile fast schon mal gekommen. Emmerich hatte was zu erledigen. Mein Bruder liebt Autos über alles, sammelt sie. Ich sage ihm immer, wie wunderbar prätentiös das ist. Interessant. Und für welche seltene Schönheit bist du um die Welt geflogen? Ich hatte einen Rayfield Arondite im Blick. Gebraucht natürlich. Die neuen sind überteuert. Interessant.
Als ich das erste Mal von dir gehört habe, ging es darum, dass du es auf einen Gebrauchtwagen abgesehen hattest. Aber definitiv kein Rayfield. Du wurdest falsch informiert. Vielleicht mit Absicht, vielleicht auch nicht. Fehlinformationen bekomme ich von dem Typen nur selten. Dachtest du wirklich, du könntest mich so leicht täuschen? Eine bedauerliche Fehleinschätzung. Wir haben es nicht eilig. Sicher? Hab gehört, du hast es nie eilig. Machst nichts überstürzt. Ich vergeude meine Zeit und Energie nicht mit Kleinigkeiten. Hab ich gehört? Entfernst du deshalb deine Erinnerungen und speicherst sie in Datenbanken? In meinem Streben nach mentaler Sauberkeit, spiritueller Ordnung, ja. Glaubst du an Gott, Colonel? Welchen? Den Euro-Dollar? Die geopolitischen Weltmächte? Den der Christen? Nein. Alles reine Zeitverschwendung. Interessant. Dann frage ich mich, wie es dir nach diesem Leben ergehen wird. Anderes Thema. Hattet ihr beide im Black Sapphire euren Spaß? Ich habe gehört, die Einsätze waren hoch. Ihr wart danach reicher und glücklicher, hoffe ich. Wir haben erst verloren und dann gewonnen. Und so eine ehrenlose Fotze hat alles verloren. An die Fotze erinnere ich mich. Hat sie verdient. Das Black Sapphire ist mein ganzer Stolz. Ich habe es mit viel Mühe zum Lieblingsort von Night City's High Society gemacht. So wie in Night City waren die Lügen, die Verlogenheit und die Korruption erdrückend. Es war traumhaft. Das ist eine perfekte Beschreibung der Stadt. Sagt mal, ihr wart schon ziemlich lange nicht mehr in Night City, oder? Seit, Cineshore. Stimmt, aber wir wären vor einer Weile fast schon mal gekommen. Emmerich hatte was zu erledigen. Mein Bruder liebt Autos über alles. Sammelt sie. Ich sage ihm immer, wie wunderbar prätentiös das ist. Interessant. Und für welche seltene Schönheit bist du um die Welt geflogen? Sagt dir der Name Grayson etwas? Er wollte mir einen Vintage-Porsche verkaufen, der mal einem Rockerboy gehörte. Jeder hier kennt Grayson. Und diesen Rockstar. Ja, von dem Verkauf habe ich gehört. Nun, daraus wurde nichts. Grayson war ein Trottel, hat es sich anders überlegt. Bitte. Ich habe Wodka. Bedient euch. Ja, ihr seid geschäftlich hier und nicht zum Spaß. Aber ich bestehe darauf. Symbolisch. Ach, das hätte ich nicht besser sagen können. Symbolisch, ja. Nicht sehr amerikanisch, ich weiß. Aber meine sibirischen Freunde haben mir diesen Brauch nahegebracht. Mir scheint, du hast viele Freunde. Ich war an vielen Orten, habe zahlreiche Geschichten erlebt, so viel steht fest. Sibirien war nur ein Halt von vielen. Aha, ein weitgereister Mann. Ich könnte schneller aufzählen, wo ich noch nicht war. Ich weiß, wo man das findet, was sonst niemand hat. Und wie man es beschafft. Es gibt zwei Möglichkeiten, ein robustes, professionelles Netzwerk aufzubauen. Reisen oder Gefängnisse. Ach, fast hätte ich's vergessen.
meine Freunde aus La Santé lassen grüßen. C-Block. Deine Freunde müssen sich irren. Sicher? Du warst 2 Jahre in dem Gefängnis. Unter falschem Namen. Stimmt. Aber im VIP-Flügel. Der Abschaum im C-Block hat keinen Schimmer, wer da sitzt. Dann entschuldige bitte. Mein Fehler. Übrigens, Emerick, ich habe mich gründlich umgehört und erfahren, dass du vor 3 Jahren für Petrochem gearbeitet hast. Konzerne lassen Talente deines Kalibers selten wieder entwischen. Wie bist du aus dem Vertrag rausgekommen? Stimmt was nicht? Das ist vielleicht schwer zu glauben, aber ich erinnere mich nicht. Ich speichere meine Erinnerungen in externen Datenbanken, die aus dieser Zeit wurden gestohlen. Ich würde dir gerne antworten, kann es aber nicht. Überhaupt kein Problem. Ah, Somi. Wir können anfangen. Der Mainframe ist bereit. Ihr kennt die Bedingungen. Nur einer von euch gibt die Zugangscodes ein. Der andere bleibt hier. Oh, ich bleib gern bei dir. An die Arbeit. Folge mir. Wie besprochen, erhaltet ihr eure Bezahlung noch heute. Ah, Geld und Gehalt in Ver- Während ihr gewartet habt, lief meine Diagnostik. Der Mainframe ist vorbereitet und mit unseren Systemen verbunden. Alles bereit. Hansen hat dieses Labor speziell für diese Gelegenheit gebaut. Hat Millionen von Eddies nur in euren Besuch investiert. So ist Kurt eben. Ich habe einen Plan. Sobald wir die Neuralmatrix haben, hacke ich das lokale Netz und überschreibe die Verteidigungssysteme. Wenn das Stadion durchdreht, verschwinden wir im Chaos. Aber wie viele werden sterben? Sie sterben für unser Überleben. Ich habe die ursprüngliche Umgebung des Mainframes simuliert. Den Bunker. Er ist gleich bereit für die Zugangscodes. Hört zu, Vieh. In 2 Minuten ist hier die Hölle. Wenn Hansen verreckt, bauen wir ab. Ich blockiere den Zugang zu diesem Raum. Alex und Reed minimieren das Risiko und verschwinden vorher. Da ist sie, in ihrer ganzen Pracht. Sei unbesorgt, alles ist vorbereitet. Wir kennen den Stadiongrundriss und den Weg raus. Also, wollen wir? Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Nein, aber zusammen schaffen wir das. Ich bin bereit. Verbindung steht. Qualität? 1/1000stel der Dezimalstelle. Muss reichen. Dann fangen wir an. Ich schalte den Mainframe ein. Hansen ahnt etwas, aber er weiß noch nicht, was los ist. Bald ist das auch egal. Ich seh's. Er reagiert. Bleib dran. Fast bereit für die Eingabe. Lee, ich danke dir. Danke, dass du hier bist. Noch etwas mehr. Okay, du bist dran. Wir sind bereit für die Zugangscodes. Entspann dich, Zoe. Wir sind fast da. Fast geschafft. Die Neuralmatrix. Kurt,
Wir haben ein Problem. Nein, den habe ich unter Kontrolle. Dachtest du echt, das funktioniert? Du weißt nicht, was du da tust. Doch, und ob ich das weiß. Ich tue alles, um zu überleben. Es funktioniert nicht. Der Eisbrecher kommt durch. Warum? Warum tust du das? Ich will Sumi retten. Es ist nicht. Blackwood zerfrisst dich. Nichts. Du verstehst gar nichts. Was? Scheiße, was ist hier los? Nein, wie? Das warst du. Ihr Tod, all das ist deine Schuld. Alle Einheiten auf Position. FIA auf dem Gelände. Ach du Scheiße. Als wäre ich einen Aufzugsschacht runtergefallen. Scheiße. Aber man ist überholt. Fällt die Tür ein. Cyberpsychose. Hast eine Kostprobe bekommen, wie sich das anfühlt. Alle Schalter aufgedreht. Ein Loch in Raum und Zeit gerissen. Ein Glück, dass es dich nur gibt. Wie? Sag was. Niemand verlässt das Scheiß-Stadion. Sie hat sich gewehrt. Ach, die Blackwall benutzt. Scheiße. Was ist passiert? Sie ist außer Kontrolle. Alex ist tot. Alex. Beweg dich, Vi. Du hast keine Zeit mehr.
Das ist richtig übel.
Chance! Fassen wir zusammen. Alex ist tot. Songbird ist geflohen. Vielleicht ist sie noch sie selbst. Oder eine, ich weiß nicht, eine durchgeknallte KI. Scheiße! Reed, wir finden sie. Ein Cyberpsycho wie sie bleibt in der Stadt nicht unbemerkt. Du hast recht. Unser Hauptziel ist, sie zu finden. Könnte überall sein. Ich schalte das NCPD-Radio ein. Wenn zu mir gesichtet wird, hören wir davon. Ein Ziel der Klasse Omega. Wiederhole. Klasse Omega. Maxtech ist unterwegs. An alle Einheiten. Maxtech sind vor Ort. Haltet euch zurück. Wiederhole. Nicht eingreifen. Da. AVs. Maxtech. Das NCPD. In Dogtown. Jeder drückt ein Auge zu für Maxtech. Vor der Haustür ein Cyberpsycho ausrastet. Die suchen nach Sony. Wir folgen ihnen. Maxtech, mit denen willst du dich doch nicht anlegen. Nein, ich will wissen, was sie vorhaben. Ziel ist Klasse Omega. Wiederhole. Ziel der Klasse Omega auf der Flucht. Maxtech kontaktiert. Da ist sie. Sie hat die Kontrolle verloren. Verloren. Maxtech ist in Position. Das ist Ziel nicht im Visier. Nicht schießen. Ziel zeigt seltsames Verhalten. Sie liegt auf dem Boden. Sie scheint bewusstlos zu sein.
Dann bleibt uns jetzt nur noch eins. Madam President, es gibt Neuigkeiten. Ich höre. Wir sind vorerst aufgeflogen. Und Songbird wurde vom NCPD verhaftet. Ich habe keinen Einfluss auf die Stadtregierung. Du musst dich selbst um das Problem kümmern, Reed. Verstanden. Ich bringe sie nach Langley. Und vergiss nicht, ich will sie lebend. Langley? Ich dachte, du wolltest mit ihr reden. Sie nach Hause bringen. In dem Zustand kann man schlecht mit ihr reden. Bist du blind? Es gibt keine andere Option. Für den Moment muss sie zurück in die NUSA. Da kann man ihr helfen. Und dir. Und? Was tun wir jetzt? Wir machen uns an die Arbeit. Klemm dich in das Holo. Ich auch. Wir rufen jeden an, der helfen kann. Besorg uns einen vertrauenswürdigen Netrunner. Einen, der in die NCPD-Systeme reinkommt. Glück gehabt. Netrunner bin ich selbst. Deine Kampferfahrung ist zu wertvoll. Wir brauchen einen Runner, der nichts anderes macht. Mit Eisbad, Datenfestungen im Blick, allem drum und dran. Reed, wir holen sie zurück. Ich weiß.